Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar, wo wir noch ein paar Schlachten zu schlagen haben. Oh, das schaut böse aus. Gegen drei Einheiten gleich. Puh, das wird schwierig. Vielleicht stelle ich das doch erst hinten an. Mach mir erstmal das Einfache hier. Kandum, das schaffen wir. Das ist einfach. Weil mit Walder gegen Eomer, Elbenbesatzer und Orks, das ist knackig. Gut, die können nicht so ewig viel ausbilden. Ja, Eomer schon, der hat einen Helden dabei. Der kann das Kommandeurspunkte-Limit überschreiten. Also das der Karte halt. Und... ja, könnte schwierig werden, ne? Weil Walder ist Stufe 10, ja, nett, aber er kann halt nichts, ne? Der ist nicht so toll. Also die Helden von Angmar finde ich jetzt nicht so super, muss ich ganz ehrlich sagen. Zurück an die Arbeit für die Eisen. Aber jetzt gucken wir mal. Ich bin die Ewigkeit. Was ist denn das für ein Hotkey K? Oh Gott. Schon wieder die schlimmsten Hotkeys rausgesucht, die es gibt hier. So, was machen wir noch? Der Eisregen, der ist ja. So. Zum x-tausendsten Mal kämpfen wir also jetzt in Khandum. Und zum x-tausendsten Mal hat der Feind hier einen Olipfanten. Ich habe einen Plan. Naja. Hört mir zu. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. So. Ich kenne keinen Hass. Das macht nichts. So. Ja, weiß nicht, was er da jetzt will. Kann er ja machen, wie er lustig ist. So. Na, mal sehen, ob wir den Baumeister hier weghauen können. Oh nein, er baut einen Turm auf. Oh, der Turm ist zerstört. Oh, der Baumeister ist tot. So blöd. So, dann jagen wir noch den anderen Baumeister. Oder nee, warte mal, jetzt zerstören wir erstmal das Gebäude hier. Das müsste ja recht schnell gehen. Oh, ich sollte mich übrigens dahin stellen, wo die Truppe rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist, ob das da unten ist. Oder da oben. Egal. Was geht denn da eigentlich ab? Nix. Habt es dann. Ja, ja. So, das läuft alles. Da brauchen wir einfach mehr Mühlen. Die Mühlen sind immer lustig. Jetzt wollte ich aber doch noch den Baumeister suchen. Ah, da. Das Lustige ist, der Hexenkönig hier stirbt halt fast nur schon an dieser... an der Seelenkälte, ne? Das ist schon ziemlich nice. So. Einmal bitte blitzen. Danke. Dann noch ein Feuerball. Das macht mal nicht so viel Schaden. Mal sehen, wie gut das Lichtinferno gegen Gebäude ist. Auch nicht wirklich nützlich. Ich dachte, Jokar stirbt jetzt. Irgendwo hat es einen Troll. Hä, was? Achso, ne, hier, ja, klar. So, hier stirbt jetzt auch der Baumeister. Und dann hat sich das erledigt. Haha, verteidigt. Ganz einfach, ohne Zwischenprobleme oder irgendwas. 30,00, auch wieder sehr schön gemacht. Jetzt müssen wir Fornost verteidigen. Und das wird knackig, weil wir diesmal Rorasch nicht dabei haben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut ich das machen kann. Aber ich musste raus mit dem Troll, um die Elben zu vernichten. Muss ich nämlich dieses Territorium einnehmen. Und das ist ziemlich wichtig. Also, jetzt wird's knackig. Vornost verteidigen. Ohne Held. Sprich, wir könnten ein... oh Gott. Nein, auf einer Festung hast du auch immer 1000, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. 850, ja, müsst gut aussehen. Okay. So, jetzt bauen wir erstmal zwei Mühlen. So,
Da bilden wir aus. Wir sind unterwegs. Oh, ich habe ja nur noch Bogenschützen hier, oder wie? Hat es da nicht irgendwo noch was anderes? Weiß jetzt keiner, ne? Oh, wie, die können das nicht. So. Also ich versuche jetzt mal, hier ein bisschen was zu gewinnen. Ja, machen wir Speerschleuderer gegen Reiter. Ich glaube, das ist nicht das Dümmste. Ja, dann schauen wir mal. Ah ja, eins haben sie als eingenommen. Das hier. Aber das hier nicht. Das ist sehr gut für uns. So, da bauen wir noch so ein Ding. Mühle. Das bauen wir aus. Ja, und dann... So, die Reiter müssen wir töten. Dann müssen wir alles töten. Aber das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, den Baumeister könnten wir vielleicht töten, ne? Haben wir es eingenommen? Nein, natürlich nicht. Tötet mal bitte den da. So. Und dann die Bogenschützen. Ja, lauft's da mal hinterher. Macht's da einfach mal alles kaputt. Das wäre jetzt nicht das Dümmste. Sehr schön. Damit gehört das Gebäude also Angmar. Wir sind Angmar. Für alle, die es jetzt vielleicht vergessen haben sollten. Von jetzt bis zum Intro kann manchmal eine lange Zeit sein. Es gibt Fälle, da vergisst man das. Ja, kommt vor. So, hier ist auch noch ein Gegner. Übrigens, den müssen wir weghauen, das gehört. So, mal sehen, ob hier diese Du-Länder. Yes, haha, nicht du, nicht dein. Da gibt es einen Unterschied. Ich könnte ihn jetzt nicht genau benennen, aber da gibt es einen Unterschied. Das schaut übrigens gerade ziemlich bescheiden aus. Oh oh! Drogov explodiert. Tschüss. Hat aber gut Schaden gemacht. Was bedeutet, ich muss mehr Kohle scheffeln? Das Tor könnte man auch mal öffnen. So. Gut, 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 gut. Dann machen wir hier mal das Gebäude, das Tor wieder zu. Haben wir jetzt schon was vernichtet? Bisher noch nicht. Okay. So, den Ansturm. Das machen wir jetzt mal so. Aber eigentlich müsste es ziemlich gut ausschauen. Auch wenn sie wirklich viele... Ja, wie wäre es, wenn ihr da mal das Zeug tötet? Aber es geht. Ich nehme zwar viele Verluste, ja. Also ich erleide viele Verluste. Müsste es konkret deutsch, glaube ich, heißen. Aber es geht schon. Wir sind auch hier noch dabei. Hier noch dabei. Verteidigen das Türsche. Und ja... Es geht, das ist jetzt nicht super. Sobald zwei Feinde tot sind, glaube, werde ich mich zurückziehen und aufbauen. Also, dass ich die Bogenschützen wieder rekrutiere und so weiter. Das ist schon sehr wichtig. So. Jetzt ist dann gleich nur noch ein Feind da. Entweder die Elben oder die Orks. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht beide auf einmal vernichte. So, das Gebäude lassen wir stehen. Ne, wir haben den Ring nicht verloren, der Ring ist noch da. So. Und dann bauen wir uns hier noch ein bisschen auf. Und dann fangen wir an, Bogenschützen auszubilden. Und die schön cool zu machen, ne? Also ich meine, gegen einen Feind kann ich das ganz gut verteidigen. Ich habe auch sehr viel Schaden schon gemacht.
Von dem her, da ist alles supi. Und ja, es läuft eigentlich. Läuft. Lasst mich mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich werde jetzt für diese und die nächsten drei, nee, für die nächsten zwei Folgen, werde ich das mit den Codewörtern, wie auch immer ich das genannt habe, mit den Wörtern halt, wie habe ich das genannt? Nicht Codewort. Ich weiß nicht mal, welchen Begriff ich genau benutzt habe, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Also dieses videospezifische Codewort. Ich werde es jetzt nicht machen für diese und die nächsten zwei Folgen, weil ich erstmal die Kommentare auswerten möchte. Weil ich nehme immer im Voraus auf. Und wenn das nicht gewünscht wird, wäre es doof, da jetzt weiterzumachen. Na? Und wenn es gewünscht wird, dann kann ich ja danach wieder anfangen. Also das passt dann schon. Das macht dann nichts. Von dem her, wieso kann ich da... Nur da, wo ich Sicht habe. Und wo Platz ist. So, hier habe ich Sicht. Jetzt zerstören wir das Ding. Es wäre mir lieber, sie täten singen. Ich kann es nur mal wieder sagen. Bitte lasst eure Pfeile singen. So, irgendwer hat den Ring. So. Eine Mühle geht hier noch hin. Geht hier noch irgendwo eine Mühle hin? Ja, hier. Boah, habe ich Geld. Wow. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Ach du Heilige. Ja, okay, das war saudämlich. Du Kacke. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, dass bloß der Ring... Also, die den Ring haben, dann reingehen und nicht plötzlich alle. Ja, was für ein Schwachsinn. Wow. Okay, uncool des Todes. Wow, ist das jetzt uncool. Das ist maximal schlecht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wow, ist das schlecht. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Aber das ist gefährlich. Wenn er jetzt aufgeben würde, könnte er mich in der nächsten Runde besiegen. Zum Glück ist die KI ein bisschen dämlich. Und weiß es nicht. Ich könnte Morok mehr wiederbeleben. Aber den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Der ist so nutzlos. Also... Er hält nicht viel aus. Er macht nicht den größten Schaden. Die Nein! Oh, blöd. KI. Mist. Aber es ist noch nicht alles verloren. Weil... naja. Weil ich kann ja jetzt Rogasch zurückholen. Und dann kann ich verteidigen und dann geht. Ist aber echt... Das war halt schlecht. Guckt euch... Habt ihr den Grafen gesehen? Gibt euch mal den Grafen. Hier. Der ist unter der Zeitachse. Wow. Respekt. Also das war ja mal gar nichts. Das war ja mal ganz schlecht. Das war super schlecht. Nee, also das darf ich nicht nochmal machen. Der Ring darf so nicht weitergetragen werden. Das ist furchtbar, ist das. Hey yo, und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.